Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag und es wird Assassin's Creed-ig, wie ich finde. Wir haben ein Problem. Wir möchten nämlich hier aus dem Gefängnis raus, um das zu schaffen. Müssen wir uns hier einiger Probleme entledigen. Und zwar sind das diese ganzen Personen hier. Vor allen Dingen möchte ich auch die Glocke dann. Ja. Nein. Give over. I didn't see him. Uff. Jetzt möchte ich, dass der Typ weggeht und der Typ bitte auch weggeht. Und dann mache ich das hier. Du drehst dich bitte auch wieder um. Ja. Okay, das ist super. Das ist ein wichtiges Ziel. Oh, das alles, um die beiden Damen aus dem Gefängnis zu befreien. Das wird tricky. Ich weiß nicht, ob der Typ da. Nee, der wird. Doch, er dreht sich um. Sehr gut. Pick up Buddy. Pick up Buddy. Shit. So, wo sind wir denn überhaupt? Ach, wir sind in Kingston. Ach, wir sind im südlichen Teil von Kingston. Ah, das ist ja spannend. Ja, hier war ich tatsächlich noch nicht. Das ist natürlich kein Wunder, dass ich auch keinen der Aussichtspunkte habe. Kann ich irgendwas reißen, indem ich hier drin hochklettere? Sogar meine Berserk Darts dabei. Geil. Na, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. So. Um Gottes Willen. Das war so nicht gedacht. Oh shit. Das kann dauern.
Oh Gott. Bilde ich mir das ein oder sind hier Freunde unterwegs? Das kommt ein bisschen überraschend. Ist halt niemand mehr am Leben, ne? Aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch erheblich subtiler gegangen wäre. Edward, entschließe dich gerade mal wieder so ein bisschen daneben zu liegen mit den Controls. So. Mary and Anne. Sehr gerne. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das nicht so eine typische besorg dir erstmal eine Uniform deiner Gegner und dann lauf einfach da unten rein Mission ist.
Edward? Who's this fella? It's all right, Anne. He's a friend. What's wrong with Mary? She's ill. And her child? They took her. What? No idea where. Oh! I know it pains, my lady, but we must be silent. Can you walk? Ich dachte, das mit dem Schwangersein war ein Trick. Lean on me, Mary. Come on. Escape the prison. I can't. Search every cell. Come on, that's it. Ich kann mich nicht bewegen. You're all right. Und vor allen Dingen weiß ich auch nicht, in welche Richtung ich laufen soll. Ich kann, es bewegt sich nichts. Das Spiel macht nichts. Jetzt geht's. Oh Gott, this is excruciating. Ich hab. Oh Gott. Stop. Stop, please. Ich hab noch nie so doll den Stick im Controller nach vorne gedrückt. Oh Gott. It's no good. Ah, komm. Oh, ist das furchtbar. Kann ich sie nicht tragen? Komm, trag sie. Ja. Is there one here? I don't even know it. No bloody way. Put me down, Edward. Don't die on my account. Go. This is such a pain in the ass. You should have been the one to outlast me. I've done my part. Will you? If you came with me, I could. Mary. We'll be with you, can we? Loyal. Na, die Assassinen haben mich ganz schön gewütet. So nicht. Oh,
What's happened to Mary? What's wrong? Is she gone? Nothing sensible. You haven't earned this, but they suit you. Good fortune to you, Edward. Visit Old Friends. Was ist das denn für eine... Was habe ich denn da nicht mitbekommen? Da habe ich ganz sicher was nicht mitbekommen. Oh Gott, er betrinkt sich. Edward, du weißt, wo du die... Oh, ja. Du weißt, wo du die Assassinen findest. Red mit ihnen. Mark. Bring a bottle. I see some color first. Will this do? In all your years, Robert, you could never achieve what I've done in 1/5 the time. Because you're a good man, Edward, see? Goodness is your disease. That's my prize, Roberts. Now give it here! Jetzt schlag dich nicht betrunken mit dem Typen in der Taverne. Remember my creed, boy. A short life but a merry one, that is all. Komm, lauf ihm hinterher. Nothing more than this. Ich steuere ihn jetzt. You will, and then die before you live to see yourself made a fool. Give it here. That's right, boy. Take it. I'll sweeten the maggot. I'll cut you down. Ups, na, das hat nicht so gut funktioniert. Naja, wenig überraschend. Hä? Alter, sind das hier für Traumsequenzen? And slink back to your kennel. You haven't the metal for my brand of madness. Robert! Schau, wer da bei ihm steht. Ein Blackbeard im Hintergrund. Welcome aboard, Kenway. It's prizes, plunder and adventure ahead. Are you game? Not on my way, Ben. Raise a glass to freedom, lads. Here's to gentlemen of fortune and women of leisure. To a world full of rogues, better than all the kings and queens that kick us about. As gentlemen of fortune, we enjoy plenty and satisfaction, pleasure and ease, liberty and power. What man with a sensible mind would choose the former life? Ich hab seinen Namen vergessen. Das ist der Händler, dem wir ganz am Anfang geholfen haben. Withdrawing them, find it's better to be a commander than a common man. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber ich kann hochschwimmen. Befreien wir uns jetzt gerade symbolisch? Oh Gott. Oh Gott. Ah. Wie ungut. Okay, ich muss mich jetzt nicht mehr bewegen. Flying close by,
a jackdaw saw the deed, and it filled his head with the idea that he too was just as strong and capable. So, with a great flapping and rustling of feathers, the jackdaw came down swiftly and clutched at the coat of a large ram. But when he tried to fly away, he found he could not lift the axe, for his size and strength were not up to the task. And even as the jackdaw struggled, the ram hardly noticed. Nearby, just across the field, the shepherd saw the fluttering bird and was quite amused. Running up, he captured the jackdaw and clipped its wings. That evening, he gave the jackdaw to his children as a gift. "What an odd little bird this is, father," they laughed and shouted. "What do you call him?" "This is a jackdaw," the father said. "But if you should ask him, he would claim to be an eagle." "You did? Was wollen wir diese Traumsequenzen sagen? Ach, da ist er. Ah, er ist jetzt an mehreren Stellen zu finden und ich werde ihn immer und immer wieder erwischen, nehme ich mal an. Wo ist er jetzt? Dort hinten. Was möchte mir das sagen? Und wie passt das alles zu dem Versuch von Juno in meinen Kopf zu kriechen? Oh. What keeps you wondering? Do I not make you happy? I'm so close, Caroline. Please, just let me do this. Is everything you do out of spite, Edward? It's not spite that's driving me, Mary. It's courage. Courage for what, man? There's no one left in your life to care. God damn you all. I can handle this. Lout. Always tearing down when you could be building things up. Or building yourself up, if nothing else. Just leave me be. Change course, Edward. Change your bloody course before it's too late. Captain Kenway, you look like a bowl of plum duff. Christ! Oh, I've got a head for ten. On your feet. Put me on the spot, Addy. After leaving me with Robert, I should have hard feelings about seeing you here. But mostly I'm bloody glad. Me too, brother. And you'll be chuffed to know your jackdaw is still in one piece. Was? Wie das? Träum ich wieder? So we set sail. You're leaving. Aye, Edward. But I have another calling elsewhere. Addy, listen. When your heart and your head are ready, visit the assassins. I think you'll understand then. Tja, dann wird sich Edward Kenway jetzt doch mal tatsächlich an die Assassinen wenden müssen, dürfen, können. Bevor ich das mache, möchte ich schauen, ob dieses Fast Travel hier auf die andere Seite so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Port Royal ist wahrscheinlich die andere Seite von Kingston. Ja. Und ich möchte total gerne zumindest einen Viewpoint hier im Süden von Kingston haben.
um leichter hin und her reisen zu können. Ups, wie ist das denn passiert? Okay, also selbst Teile meiner Crew sagen mir jetzt, hey, wenn du möchtest, dass alles weitergeht, dass überhaupt irgendwas weitergeht, besuche die Assassinen. Und ich denke, das werde ich dann auch mal machen. Ich weiß nicht, ob Edward Kenway tatsächlich bereit ist, Assassine zu sein. Physisch auf alle Fälle. Ta-da-da. Dass hier drüben noch viel weiter reingeht? Ich habe nicht die allergeringste Ahnung. Aber das ist auch nicht groß wichtig, glaube ich. Das Spiel möchte, dass wir hier unten auftauchen. Und das können wir ja. Das kriegen wir hin. Und zwar, meine Damen und Herren, beim nächsten Mal. Es scheint sich, als würde sich im Leben von Edward Kenway einiges tun. Und als wäre er tatsächlich davor, ein Assassine zu werden. Nicht schlecht. Wir befinden uns in Sequence 11. Oder beziehungsweise, Sequence 11 wird jetzt beginnen. Dann haben wir 12 und 13 und danach ist das Spiel durch. Das wird aber noch ein paar Folgen dauern. Und das macht auch nichts. Und jetzt versuche ich gerade den Bogen zu kriegen, dazu mich zu verabschieden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Und ich hoffe, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Und bis dahin sage ich Tschüss.